An was denkst du, wenn du das Wort Gott hörst? Denkst du jetzt vielleicht an den alten Mann mit Bart? Manche von uns sagen nämlich, Gott sei allein ein Produkt unserer Kultur und unserer Vorstellungskraft. Jeder von uns hat also seine ganz eigene Vorstellung von Gott. Und unabhängig davon, ob du an Gott glaubst, daran, dass er die Welt erschaffen hat, dich selbst im Mutterleib geformt und deinem Leben einen tiefen Sinn gibt, ob du an ihn glaubst oder nicht, du hast sicher ein bestimmtes Bild von ihm da oben in deinem Kopf. Vielleicht wurde dieses Bild in deinem Kopf von Gott auch geprägt. Als Kind hast du gehört, Gott ist in jedem Grashalm, in jedem Sonnenstrahl. Gottes Liebe ist so wunderbar und so groß. Als Kind erleben wir den Glauben als etwas sehr Magisches und sehr Bildhaftes. Ja, und dann wirst du aber langsam älter. Dein kindlicher Glaube wird erschüttert durch äußere Umstände, harte Erfahrungen, Lektionen und Prüfungen, die jeder von uns im Lauf seines Lebens durchstehen muss. Aber die Welt, in der wir leben, ist eben kein Paradies. Du hast gelernt, Gottes Liebe ist wunderbar. Und dann denkst du dir, was ist mit meiner Kündigung? Mit meinen zerbrochenen Beziehungen, den Schwierigkeiten in meiner Familie. Wie kann Gott mir schon helfen bei lebensverändernden Entscheidungen? Dein Kinderglaube zerbricht daran. Die ganze Sache mit Gott wird wie zu einem Kleidungsstück, aus dem du herausgewachsen bist. Es ist dir zu eng geworden, du legst es auf die Seite. Du steckst Gott in eine Box. Aber es ist gut, dass du älter wirst und an den Herausforderungen deines Lebens wächst. Es ist gut, dass du hinterfragst, zweifelst, ja sogar rebellierst. Aber lass dir eins sagen. Entdecke Gott für dein Leben neu. Lass zu, dass dein Glaube mit dir wächst, dass dein Glaube erwachsen wird. Und ja, Gott ist so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Er ist unergründlich und allmächtig, aber er ist genauso nahbar und lässt sich von dir entdecken, wenn du nach ihm suchst. Also, geh tiefer. Gott weiß sehr wohl um die Schwierigkeiten deines Lebens. Jesus selbst wurde vor schwierige Entscheidungen gestellt, in viele Zwickmühlen gebracht, von den Pharisäern scharf kritisiert und musste vor Statthalter Rede und Antwort stehen. Glaube geht damit an die Wurzel unserer Existenz, muss immer wieder neu entdeckt werden, um Widersprüche und Krisen durchzutragen. Du kannst Gott neu entdecken, indem du zum Beispiel wahre Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten liest oder anhörst, was sie bereits schon mit Gott überstanden und überwunden haben. Entdecke Gott neu, indem du auch all deine Zweifel und schwierigen Entscheidungen im Gebet anvertraust und mit ihm ins Gespräch darüber kommst. Und wir von der Jugendstelle können dir dabei helfen und wollen dich dabei begleiten, dass dein Glaube zum Fundament deines Lebens werden kann, das nicht so schnell zerbricht.